Der Punkt ist, inhaltlich kommst du erst in der zweiten, also im zweiten Schritt dazu. Im ersten Moment musst du das Gefühl haben, der versteht mich, und danach hört man erst inhaltlich wohlwollend dazu. Und das ist das Eigentliche, warum Körpersprache so wahnsinnig wichtig ist, selbst bei politischen Entscheidungen. Und das muss man sich immer wieder vor Augen halten. Ja? Und da gibt es ja ganz viele Beispiele dazu. Zum Beispiel in Frankreich, der Emmanuel Macron, ja, ist ja auch so ein wichtiges Beispiel. Der ist ein junger Mann, 38 Jahre, und hat Frankreich quasi in einem halben Jahr hat er die Partei gegründet, ein halbes Jahr später war er Präsident von Frankreich, und der macht ganz viele lebendige Bewegungen, unglaublich große. Der bewegt sich so ganz anders wie der Kurz zum Beispiel, vielmehr so. Macron hat zur Körpersprache was gesagt, und zwar ganz kurz vor der Wahl. Die Menschen werden vergessen, was ich gesagt habe, aber sie werden merken, dass ich hungrig bin. Und das gebe ich euch auch mit. Wenn du in der Firma bist, wenn du mit Kunden redest, wenn du mit Freunden redest, die Menschen müssen merken, dass du lebenshungrig bist. Und das werden sie nur an deiner Körpersprache erkennen. Thank you.